Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Guess what, people? Ich habe heute ein Full Face Elf Cosmetics für euch. Ich habe hier unglaublich viele spannende Produkte aus dem Drogeriesegment, die viele, viele Produkte aus dem High-End-Segment potenziell bei euch ablösen können. Und ich bin super gespannt, das Ganze heute mit euch so ein bisschen zu testen. Die Kiste ist voll. Und ich bin richtig gut drauf. Ich freue mich, dass wir heute hier ein schönes Make-up schminken können. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ihr wisst, ich probiere einmal im Jahr die Full-Face-Make-up-Reihe so ein bisschen ja, wieder aufleben zu lassen mit den Drogeriemarken, weil ja doch regelmäßig neue Produkte rauskommen. Und auch bei Elf ist in den letzten Wochen und Monaten einiges rausgekommen, wo ich mir gedacht habe, das ist tatsächlich recht spannend und wir werden das Ganze heute ausprobieren und ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt, um gar keine Zeit zu verlieren. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Euch kostet es nichts, mir bedeutet es die Welt und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welche Marke ich als nächstes mal testen soll in einem Full-Face-Make-up. Zuallererst, es gibt ein neues Produkt, was mich so ein bisschen inspiriert hat, dieses Video zu machen. Das ist die Elf Camo Powder Foundation. Eine Buildable to Full Coverage Semi Matte Finish Foundation in Puderform, die nicht komedogen ist, die mit einem Primer schon in dem Produkt sein soll. Buildable Coverage, nicht komedogen, leicht wie Luft, Crease Resistant, talgfrei und ein Flawless Finish kreieren soll. Das Ganze gibt es in 30 Shades. Ich habe gefühlt 10 hier. Guess what? Ich bin gespannt, ob wir die richtige finden. Ihr kennt mich aber, ich bin nicht der größte Freund davon, mit meiner Haut eine Puder Foundation als Foundation zu tragen. Denn ich mag gerne dieses Cream Foundation und Cream Produkte auftragen. Aber wir werden sie trotzdem verwenden, denn gerade jetzt, wenn das Wetter wieder ein bisschen wärmer wird, wir sind mehr draußen, wir verbringen mehr Zeit mit Make-up draußen, ist eine Puder-Foundation in der Handtasche immer wirklich, wirklich Gold wert. Und das werden wir heute testen. Ich starte allerdings als erstes mit einem Primer und das ist der Power Grip Primer. Der erinnert mich so ein bisschen an ein anderes Produkt, auch von der Farbe. Riecht auch ähnlich. Der erinnert mich so ein bisschen an den Hydro Grip Primer und hinterlässt tatsächlich auch dieses klebrige Finish, was dafür sorgt, dass das Make-up dann immer so ein bisschen länger hält. Vielleicht habt ihr es bei Instagram schon gesehen. Ich habe auch einen Post gemacht mit 1:1 Dupes, wenn sie heute sich wirklich als Dupes bewahrheiten. Aber hört ihr das? Dann werdet ihr den Post mit den Produkten gesehen haben. Fühlt sich sehr, sehr schön an und hinterlässt tatsächlich auch auf der Haut einen sehr, sehr schönen Schein. Das unterscheidet den tatsächlich auch wirklich von dem Hydro Grip Primer, der ja doch sehr schnell wegzieht. Der hinterlässt dieses super klebrige Finish. Ich liebe das total. Wir haben noch ein anderes Produkt, das hatte ich euch neulich schon gezeigt und das ist der Wahnsinn. Ich habe ja lange, lange, lange nach einem Dupe zu dem Brow Freeze gesucht. Elf hat jetzt eins rausgebracht, das ist ähnlich, das ist der Brow Lift. Und dazu gibt es auch einen Spatel und so einen Spoolie, habe ich gesehen. Ich gehe jetzt aber einfach hier in einen normalen Spoolie rein und nehme mir das Produkt ein bisschen raus. Ihr kennt das ABH-Produkt wahrscheinlich schon von mir. Ich liebe das, allerdings ist das sehr, sehr teuer. Das kostet weniger als die Hälfte und macht exakt das gleiche Ergebnis. Außer, und das ist der einzige Unterschied, ihr könnt danach auch noch durchgehen. Also bei dem ABH ist es so, du kannst danach nicht mehr durchgehen und dann hinterlässt es halt dieses sehr, sehr wachsige Gefühl. Das hier ist wirklich wie so ein Gel, was auch ein bisschen länger braucht, um sich zu setzen. Ihr habt ein bisschen mehr Zeit, damit zu spielen. Ich arbeite das wirklich in meine Brauen ein. Dann gehe ich hoch, bürste das alles richtig schön gerade nach oben. Und dann gehe ich hier oben lang und presse dann mit meinem Finger die Haare richtig schön an die Haut. Und dann habt ihr diesen sehr ja, trendigen Augenbrauen-Look. Ne? Dieses ist so ein bisschen wie Brow Lamination, wie so ein Augenbrauen-Lifting, was die Haare permanent so nach oben macht. Ich mag das Produkt sehr, sehr gerne. Ich habe es tatsächlich auch schon häufig benutzt. Ihr seht, das ist nicht mehr neu. Und das hat tatsächlich so ein bisschen auch das ABH-Produkt abgelöst, bin ich ehrlich mit euch. Und für, ich habe die Preise jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, das lag bei 6 bis 9 Euro.
Ja, kann man das auf jeden Fall schon mal machen. Wir machen jetzt aber weiter mit Foundation. Vielleicht erinnert ihr euch, es ist schon ein paar Jahre her. Da habe ich die e.l.f. Flawless Finish Foundation völlig gehypt und geliebt. Ich habe es jetzt in einer anderen Farbe. Ich glaube, sie ist ein bisschen zu hell gerade. Aber das kriegen wir hin. Das ist eine Foundation, die ist recht einfach tatsächlich. Das Packaging ist recht einfach. Das Packaging ist recht schlicht. Auch die ist nicht komedogen. Aber die hinterlässt dieses Flawless Glowy Finish bei Full Coverage. Im Video vom Montag habt ihr eine andere Seite von mir gesehen, dieses recht natürliche. Guess what? Heute wird raufgeknallt. Ich liebe das. Und ich arbeite die Foundation auch mit meinem Letizia und Maxim Pinsel Nummer 1 ein und arbeite heute in wirklich erstmal einer leichten Schicht. Und ihr seht sofort, ne? Die hinterlässt dieses perfekte ebenmäßige Finish auf der Haut. Die lässt sich tatsächlich auch ein bisschen besser mit einem Schwamm einarbeiten als mit einem Pinsel, merke ich gerade, weil sie von der Textur her so ein bisschen pastiger ist. Ihr könnt mir aber super gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Foundation ihr oder welche Produkte ihr von e.l.f. Zu Hause schon habt. Ich weiß, dass e.l.f. mittlerweile auch immer mehr an Popularität gewinnt und ich freue mich darüber, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass e.l.f. bei uns in Deutschland noch gar nicht so angekommen ist. Ich habe jetzt erst eine Kollektion gesehen. Ich hoffe, dass sie nach Deutschland kommt. In Zusammenarbeit mit Dunkin' Donuts, Freunde, Trust and Believe. Die Foundation, ihr seht sie, ich baue sie wirklich nur ganz, ganz leicht auf. Sie hinterlässt auch mit dem Primer. Wow. Ihr könnt sie tatsächlich aber auch richtig, richtig stark aufbauen. Das ist halt das Schöne an der Foundation. Die kostet, glaube ich, 12 Euro oder so, ne? Die hält den ganzen Tag. Und die. Ich gucke mal, vielleicht finde ich das Video noch, dann verlinke ich euch das einmal hier oben. Und das ist wirklich schon ein paar Jahre alt. Also erschreckt euch da nicht, wenn ihr mich seht. Aber die Foundation sieht den ganzen Tag schön aus. Ich liebe die. Und deswegen bin ich auch so ein Freund davon, dass wir diese zwei verschiedenen Foundations miteinander kombinieren. Weil die hatten recht glowy Finish und auch der Primer hinterlässt wirklich ein richtig schönes, gesundes Finish. Aber durch diese Powder Foundation können wir die Langlebigkeit einfach nochmal so viel, viel weiter ausbauen. Und das ist gerade jetzt, wenn es ein bisschen wärmer wird, Gold wert. Foundation ist eingearbeitet, ist tatsächlich jetzt ein bisschen hell, ist aber gar nicht schlimm. Denn es gibt, ihr erinnert euch mit Sicherheit an den Poreless Putty Primer, auch den Putty Bronzer. Und der kommt auch in so einem kleinen klassischen Döschen und hat einfach eine super gute Shade Range. Also ich habe den einmal in der Farbe Honey Drip. Ich habe ihn hier in kühler, um zu konturieren. Damit wärmen wir jetzt erstmal das Gesicht auf. Es gibt den auch noch in Tan Lines. Es gibt unzählige Farben, also für jeden was mit dabei. Und das muss ich sagen, finde ich bei e.l.f. tatsächlich sehr, sehr gut. Also sie sind super, super inclusive und trotzdem eine sehr, sehr günstige Marke. Ich nehme mir mal ein bisschen was mit dem Letizia und Maxim 1 Brush und arbeite mir das erstmal hier so ein bisschen als Bronzer hin. Oder wisst ihr was? Wir gehen einfach mal direkt mit dem Schwamm hier rein und arbeiten uns das Ganze dann in die Foundation. Der Kraft ist recht leicht gerade. Ihr könnt sie aber auch aufbauen. Schaut mal, also ihr könnt auch direkt diese drei Punkte geben, aber in dem Moment, wo ihr mit so einem Schwamm einarbeitet, habt ihr ein viel, 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 viel weicheres und ebenmäßigeres Finish. Wow. Oft ist das Problem bei Produkten, die man übereinander legt. Also wir haben ja schon eine Tagescreme, wir haben einen Primer, wir haben eine Foundation, wir haben Concealer, wir haben Cream Bronzer, Powder Bronzer, dass das irgendwann sich so ein bisschen aufeinander legt. Das Produkt jetzt, was ich hier gerade habe, hinterlässt auf der Haut nicht das Gefühl, als hätte ich mehr Produkt drauf gegeben. Wisst ihr, was ich meine? Weil das von der Textur her so weich ist, ganz flüssig und sich so in Anführungszeichen ins Nichts verblendet, was aber in dem Fall gut ist, weil ich dann nicht das Gefühl habe, dass ich mehr Produkt brauche. Liebe den Effekt. Sehr, 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 sehr zart. Man kann es mit Sicherheit noch aufbauen. Das ist tatsächlich auch wirklich das Schöne, wenn ich diese Full-Face-Videos mache, weil ihr müsst wissen, so eine Brand setzt sich hin und schaut, okay, welche Produkte haben wir schon, was können wir daraus ergänzen? Und dann werden die Produkte auch so konzipiert, dass sie untereinander sehr, sehr gut funktionieren. Und das merkt man hier tatsächlich schon. Es sieht alles recht leicht und recht frisch aus. Ich mag diesen Look gerade total gerne. Wir haben auch noch einen Putty Blush, den tragen wir natürlich jetzt auch noch auf. Und der ist in der Farbe
Tahiti. Der ist sogar infused mit Arganöl und Vitamin E und hat auch noch so ein bisschen Skincare mit drin. Und arbeite mir das hier so ganz leicht drauf. Auch der ist von der Deckkraft her so ein bisschen liquid, ne? Also der ist ganz, ganz zart, lässt sich aber aufbauen und gibt dadurch, also ich weiß nicht, ob ihr das versteht, was ich gerade hier fühle. Wenn ihr verschiedene Produkte übereinander gebt, dann habt ihr meistens verschiedene Texturen. Ich habe jetzt aber drei Produkte derselben Texturen miteinander kombiniert. Und jetzt ist es halt eher so, dass es aussieht, als hätte ich nur die Foundation so ein bisschen eingefärbt. Ich mache mal ein bisschen Concealer rauf und dann schauen wir mal die Powder Foundation an, weil so gefällt mir das Ganze sehr, 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 sehr gut. Und wisst ihr, was jetzt spannend wird? Wir benutzen ja jetzt die Puder Foundation oben drüber. Dadurch fixieren wir die Foundation, die wir jetzt so haben. Wir nehmen natürlich den Glow jetzt direkt weg, aber wenn wir das Ganze dann setten und nach 3, 4 Stunden, ich denke beim Make-up halt immer so ein bisschen langfristiger, ne? Ich möchte ja nicht nur jetzt vernünftig aussehen, sondern ich möchte auch in 5, 6 Stunden noch gut aussehen. Und wenn sich dann die verschiedenen Texturen miteinander durch die körpereigene Wärme vermischt haben, dann habt ihr ein wunderschönes Ergebnis. Jetzt auch schon. So könnte man jetzt schon rausgehen. Ein bisschen Eyeliner, Wimperntusche, ready to go. Ich habe die Farbe Light 210 und 280. Ich habe aber auch noch hellere. Ich zeige sie euch mal. Das ist die 310. Die wird definitiv zu dunkel sein. 210, die könnte sogar passen. Und die 280. 80. Wir gehen jetzt erstmal mit der 210 rein. Gehe hier einfach rein. Da ist auch so ein kleines Schwämmchen mit dabei. Ich will jetzt aber wirklich. Passt die Farbe? Presse mir das Produkt jetzt direkt auf die Haut und ihr seht sofort, krass. Erste Mal, dass ich eine Powder Foundation benutze, die nicht die Farbe meiner Foundation geändert hat. Oft ist es so, dass Powder Foundations dann, sobald ihr diese Pudertextur in die Foundation reinpresst, dann wird es orange. Gar nicht der Fall, sondern Full Coverage gerade. Seht ihr den Unterschied direkt, oder? Hier ist das super flawless. Okay, wait a second. Ich mache jetzt mal nur die eine Seite im Vergleich und gehe jetzt nochmal in eine hellere Farbe. Das ist Fair 110. Die ist wesentlich heller und ich gehe damit und so ein bisschen gelblich. Jetzt direkt hier unter meinen Augen lang und helle das auf. Ist jetzt viel, aber wait a second. Boom, Kim Kardashian is shaking. Und dann kann man hier das Ganze so ein bisschen wieder kombinieren. Und jetzt habt ihr, das ist jetzt eine Menge Make-up, aber wenn ich mir das jetzt von nahem anschaue und ich bin ganz nah dran, dadurch, dass ich diesen Schwamm hier benutzt habe, sieht das gar nicht so viel aus. Ich glaube, es ist ganz krass, jetzt diesen Unterschied zu sehen, ne? Hier ist es flawless. Das ist, und das fühlt sich auch nicht pudrig an, ne? Also das ist wie eine Powder-to-Cream-Foundation gerade. Hier ist das Ganze zwar sehr glowy, aber dennoch ein bisschen unruhig. Wir machen das Spiel jetzt einfach mal weiter und schauen uns dann das Gesamtergebnis an. Ich bin ehrlich gesagt gerade so ein bisschen schock, weil ich dieses Ergebnis so nicht erwartet habe. Semi-matt ist bei mir oft matt. Ihr seht aber, dass da trotzdem noch so ein bisschen Bewegung durchkommt. Das fühlt sich auch nicht pudrig im Gesicht an. Also nicht so, dass ich jetzt das Gefühl hätte, ich muss da jetzt ganz dringend ein Setting Spray benutzen. Ist Full Coverage, keine Frage, so wie ich es jetzt gemacht habe. Aber ich gehe jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen mit Bronzer hier lang. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich sette mal das Make-up und dann schauen wir es uns nochmal an. Weil so ist wirklich Full Coverage Green. Es müsste nicht gesettet werden. Ihr seht es, ne? Das sieht nicht matt aus. It's a lot of glow für eine Powder Foundation. Und jetzt denke ich mir halt, okay, ich gehe jetzt raus, ich verbringe den ganzen Tag draußen in der Sonne. Ich gehe einfach mit dem Schwämmchen, was hier mit drin ist, im Laufe des Tages nochmal rüber. Ich muss gar nicht mehr Produkt benutzen, sondern ich kann jetzt diese Powder Foundation wieder so ein bisschen reaktivieren, denke ich mir gerade so. Ich liebe, liebe, liebe das Finish. Auch von nahem sieht das Ganze wirklich sehr, sehr schön aus. Man sieht die Hautstruktur, man sieht den Glow, aber es ist
Full Coverage. Jetzt möchte ich tatsächlich noch so ein bisschen was auf die Augen geben. Ihr erinnert euch, ich habe ein ganzes Video zu dieser Cookies and Dream Kollektion gemacht. Die benutze ich jetzt auch. Ich habe neulich einen Look geschminkt und der hatte euch sehr, sehr gut gefallen. Ich gehe jetzt einfach mit einem fluffigen Pinsel hier in diesen beige-grauton und gebe mir den in die Crease, um so einen leichten Schatten zu erzeugen. Einfach um ein bisschen Tiefe da dran zu haben. Ich habe gerade mal die Lampe hergeholt. Ich glaube, ich habe mein Make-up für mein Shooting gefunden. Und jetzt nehme ich mir aus meinem Pinselset die Nummer 4 und gehe hier in diesen braunen Ton rein. Und wo ist ein Spiegel? Ziehe mir damit wie so eine Cut-Crease. Also ich habe hier vorne gestartet, bin hier hochgegangen und dann hier außen einfach wieder hoch. Und dann verbinde ich das einfach von meinem äußeren Augenwinkel hier nach oben und habe wie so eine, ja, so eine neue moderne Cut Crease. Gehe wieder rüber, blende aus. Und jetzt, Freunde, kommen wir zu den Cream Eyeshadows. Die gibt es in unzählig vielen verschiedenen Farben. Ich nehme als erstes eine recht schlichte Farbe, komme in diesen klassischen Liquid Eyeshadow-Töpfchen. Das ist die Farbe Komet. Und damit gehe ich jetzt einfach hier komplett lang und schneid die Crease aus. Und ihr seht sofort diesen Effekt, ne? Lass das wirklich kurz einen Moment antrocknen. Das ist wie so ein Wet Gloss auf den Augen erst. Und das trocknet dann an. Und dann habe ich noch diese super coole Farbe. Es gibt die in hunderttausenden Farben. Das ist die Farbe Disco Queen. Und die gibt nochmal so einen Multireflex mit rein. Ein bisschen Blau, ein bisschen Schimmer, ein bisschen Farbe. Kann man einfach so ein bisschen reinmischen. Und ihr habt sofort dieses Wet Glass Skin Make-up. Ich mache mir immer kurz Wimpern rauf. Und bin gleich wieder da. So, die Lashes sind drauf und jetzt ist das Ganze auch richtig schön zusammengekommen. Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, das Auge, das bewegliche Lid sieht aus, als wäre es flüssig, ist es aber nicht, weil ich halt mit verschiedenen Dimensionen von Schimmer gearbeitet habe. Und das spiegelt so ein bisschen meine Creamy Base wieder, obwohl sie, also die ist nicht klebrig. Ich gebe mir jetzt noch den Lippenstift in der Farbe Cider rauf. Das ist ein richtig schöner, warmer Braunton. Toppe den mit dem Gloss in der Farbe Chocolate Chip und habe ein Full Face Elf Make-up. Das ist der Wahnsinn. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet. Das sieht aus wie Glass Skin, was ich gerade im Gesicht habe. Die Kombi, der Primer, die Foundation und diese Puder Foundation drüber, mit einem Setting Spray rübergehen, dieses Wet Glossy Eyelid, Glossy Lips, she's a Wet Soaking Queen today. Wow. Was sagt ihr, Freunde? Ich liebe den Look. Hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, die Produkte zu benutzen. Und zeigt mir auch, dass es in der Drogerie viel, viel mehr gibt, als das, was wir meistens in den Theken sehen. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Ich verlinke euch alle Produkte, die ich benutzt habe, einmal unten in der Infobox. Vielen Dank an Elf, dass ihr mir die Produkte zur Verfügung gestellt habt. Guess what, Freunde? Ich glaube, wir haben eine neue Lieblingsbase. Bis zum nächsten Mal.